Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu dieser kleinen Einlage von meiner Wenigkeit, Großmeister Ilja Zaregatzky und neben mir internationaler Meister Christian Braun, der soeben in den Chessimi Studios seinen wunderschönen königsindischen Angriff aufgenommen hat. Und ihr kennt das Format vielleicht schon aus unserem YouTube-Kanal. Christian wird mich live coachen und mir beibringen, wie man den königsindischen Angriff spielt in einer kleinen Geschwätzblitz-Session bei D-Chess. So sieht das aus. Ja, herzlich willkommen nochmal, Christian. Ja, danke dir für die Einladung hier. Wie war das so, den Videokurs aufzunehmen? Was hast du so für Erfahrungen gemacht? Also der Videodreh selbst hat mir erstmal sehr viel Spaß gemacht. Ich finde die Eröffnung halt wunderbar interessant und habe halt geguckt, dass die Eröffnung auch möglichst breit gefächert ist für unsere Zuschauer und unsere Hörer. Sehr gut. Während du das erzählst, feile ich noch an meinen Lead-Chess-Skills. Wir haben nämlich, oder ich habe fälschlicherweise eine Herausforderung gestartet, ohne vorher die Farbe festgelegt zu haben. Und wir müssen aber weiß haben, königsindischer Angriff. Kann man das auch eigentlich mit Schwarz spielen? Theoretisch ist das auch möglich, aber dann meistens beispielsweise über die Pirk-Verteidigung. Also dass man über erstens D6 reingeht und dann später E5 spielt. Mhm. Also das ist durchaus auch eine Zugreihenfolge, die möglich ist. So, jetzt will man hier nicht ziehen gegen Pure Water. Ja, ich habe versucht, einen Zug zu machen, aber unser Gegner hat die Partie leider abgebrochen, hat gesehen, wahrscheinlich zu starke Spieler. Ja, ich denke auch. Da. Und da müssen wir nochmal einen Versuch starten. Das kann ein bisschen dauern, bis wir jemanden finden, der willig und bereit ist, gegen uns zu spielen. Und dann, selbst wenn wir jemanden finden, wir spielen ja E4. Genau. Und dann funktioniert der königsindische Angriff ja auch nicht gegen jede Öffnung so gut. Du empfiehlst es ja gegen... Was ist hier los? Nee, das geht auch nicht. Müssen wir eine neue Partie machen? Ja, müssen nochmal aufgeben. Gleich werden wir gebannt. Genau. Fürs Aufgeben. Ja, also der königsindische Angriff, ja, der ist natürlich nicht gegen jeden Aufbau geeignet, aber grundsätzlich gegen Sizilianisch und Französisch und Caro-Kann sehr, sehr gut spielbar. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, theoretisch gibt es ja auch die Option, über Springer F3 da reinzugehen. Du spielst ja auch erstens Springer F3. Ja. Und dann erstmal G3 Läufer G2 mit Finanzetto. Dann kann man ja auch in verschiedene Abspiele reinkommen. Mhm. Also das zeigt natürlich auch wieder, wie flexibel unser königsindischer Angriff ist. Das hast du jetzt aber in diesem Kurs noch nicht adressiert, sondern wenn ich das richtig gesehen habe, du hast erstmal nur mit der Zugreihenfolge E4 erstmal begonnen und dann dich königsindisch angriffsmäßig aufgebaut gegen Französisch, Caro-Kann, Sizilianisch. Und in der französischen Version auch zwei Alternativen gegeben, Springer D2 und ja. Dame E2 im dritten Zug. Ja, das ist richtig. Ja, der Grund dafür ist natürlich A, um den Leuten auch mal andere Pläne zu zeigen, also Dame E2 Aufbau, wie wir das auch im Kurs sehen werden. Da baut sich halt Weiß oftmals mit C4 und Springer C3 auf und im normalen königsindischen Angriff bauen wir uns ja dann auch auf drittens Springer D2 auf. Dann würde ich sagen, wir fangen erstmal mit Springer F3 sogar an. Sehr gut. Wir sollen erstmal dem Gegner das Gefühl geben, dass wir normalen Sizi spielen. Genau. Und jetzt? Jetzt kommt D3. Heben wir den Bauern, aber nur stehen wir schon auf D3. Genau. Sehr gut. Unser Gegner kooperiert. Er spielt erstens C5, einer der drei Züge, die von dir behandelt wurden. Genau. Und dann geht es weiter. Finanzetto. Genau, G3. G3? Richtig. Ja. Springer BD2 machen wir in der Regel eigentlich erst, wenn der Gegner D5 spielt, um dann auch den Damentausch quasi zu verhindern. Und ja, solange das nicht passiert, spielen wir erstmal G3, Läufer G2, Rochade und bleiben erstmal ganz flexibel, weil das ist nicht immer ganz klar, ob der Springer nach D2 muss oder ob wir da nicht einen anderen Aufbau haben. Und deswegen sind wir flexibel. Okay, B6, dann machen wir einfach Finanzetto, Läufer G2. Mhm. Natürlich jetzt eine selten gewählte Reihenfolge, aber okay, Rochade. Das sind so die Pflichtzüge, die zum königsindischen Angriff gehören, ne? Und dann kann man, genau, sobald dieser Bauer herausgefordert wird, mit Springer D2 oder Dame E2, und da hast du mir schon erzählt, dass da häufig die Idee später ist, nach D5, E5 in dieser Struktur mit C4 und Springer C3 zu attackieren. Genau. Ja, der Schwarze hält sich hier noch bedeckt. Mhm. Ich würde jetzt Turm E1 erstmal spielen, okay, weil wir können ja noch in eine ganz normale Variante reinkommen. Wenn der Gegner jetzt D5 beispielsweise spielt, dann ist der Aufbau sogar
insofern schlechter für Schwarz, als dass der Läufer auf F8 erstmal verstellt ist. Also dann kommt Schwarz halt nicht so gut zur Entwicklung. Mhm. Dann würde vielleicht G6 hier machen. Könnte er machen, genau. Schauen wir mal. Okay, F5 ist jetzt mutig, muss ich dazu sagen. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Was machen wir? Also das ist wahrscheinlich nicht Teil deiner analysierten Varianten. Da sind wir beide aus dem Buch. Ja, was machen wir denn? Wir können Läufer G5, habe ich mal überlegt, um H6 herauszufordern. Mhm. Oder... Okay, das ist eigentlich unlogisch, dass der Gegner das Zentrum öffnet, wenn er noch nicht entwickelt ist, zumal wir einen Turm nach E1 gestellt haben. Ich überlege jetzt gerade schon sofort an D4-Ideen, die sind wahrscheinlich ein bisschen voreilig. Aber wie wär's mit Springer C3 und dann öffnen wir das Zentrum, richtig. Nach unserem Gusto. Jetzt schlagen, wahrscheinlich nicht so sinnvoll, dann hat Schwarz gute Kontrolle über das Feld D4 mit seinen Springern. Aber jetzt muss er auch erstmal einen Entwicklungszug finden. Dann könnte natürlich auch seinen Läufer dann theoretisch entwickeln. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so ratsam. Wir haben uns entwickelt. Das ist ja auch im königlichen Angriff oft so, dass wir sehr schnell zur Rochade kommen. Mhm. Das heißt, unser Turm ist schnell auf der E-Linie. Ja, und der Gegner möchte noch mehr Zeit verplempern. Ja, er hat hier Respekt vor dieser Idee, vielleicht nicht ganz zu Unrecht. So, ein schönes Matter. ja, das wäre nett. Ja, aber jetzt können wir doch eigentlich ganz gut fortsetzen, wie du gesagt hast, mit einem Vorstoß im Zentrum. Ich würde sagen, ne? Den machen wir platt. Wie das oft so ist, wenn die Gegner natürlich nicht gut entwickelt sind, wir haben schon die Entwicklung abgeschlossen, Stellungsöffnung und dann geht es dem König an den Kragen. Ja, der schwarze König ist ja mindestens 3 Züge von der Rochade weg. Bis dahin haben wir ihn erlegt, hoffe ich mal. Ja, und es droht ja auch noch ein Durchbruch im Zentrum. Also D5 ist ja auch nochmal ein Zug, der dem Schwarzen erstmal wieder eine weitere Prüfung auferlegt. Mhm. Ich denke mal... ist schwer jetzt für Schwarz. Ja, er überlegt auch nicht zu Unrecht. Wir spielen übrigens gegen Sportsfreund On Metz mit einem Rating von 2035, also nicht schlecht, aber wir sind positiv, dass wir das... Ja, dass das Herausforderung denke ich doch. ...positiv gestalten. Ja, den nehmen wir einmal wieder, genau. So, jetzt könnte Schwarz nochmal schlagen und Springer C6 folgen lassen. Das ist vielleicht am sinnvollsten. Genau. Hier sollte er nicht so schnell schlagen, weil dann haben wir wieder lauter Matt- und Abzugsideen. Hier ist die Zeit schon für ein Damenopfer gekommen? Vermutlich noch nicht. Nein, ich würde jetzt mit der Dame einfach wieder wegziehen, beispielsweise nach hier, nach D1 oder sogar nach C4, je nachdem. C4, interessant. Ja, vielleicht D1 auch, um mit solchen Ideen mal zu arbeiten, bei Gelegenheit. Ich weiß auch nicht, wie Schwarz dann reagieren will. Ich meine, E schlägt F5 ist eine sehr ernsthafte Drohung. Die können gleich schlagen. Wir nehmen wieder. Wo stellen wir die Dame dann am besten? Ja, dann kann die Dame noch D1, das ist eigentlich ganz D1, gut. Weil dann D3 kann auch nicht so schlecht vielleicht. Ach komm, sag du, wohin? Nochmal du D1, bist der Coach. D1, alles klar. Dann lassen wir keine Springerzüge wie Springer E5 oder so geschehen. Ja genau, das wäre der Nachteil gewesen, aber wahrscheinlich, wenn er sofort einen der Springerausfälle wählt, dann steht der Springer da eher ein bisschen schlechter und wird zur Angriffsscheibe. Das könnte gut sein. Also hier, ja, nimmt er immer wieder, ne? Wieder. Jetzt drohen wir ja auch schon beispielsweise Läufer G5 und wenn dann Läufer E7 käme, dann haben wir eine schöne Gabel mit Springer D6 Schach. Sehr gut. D5 kann er auch nicht machen, um das Feld D6 zu decken, denn dann wird dieser Bauer weich. Ja, ich denke, wir stehen hier schon klar besser, vielleicht auf Gewinn. Das Mindeste, was wir wahrscheinlich bekommen, ist hier einen Springer reinzuflatten. Das sind solche Züge, laufenden Läufer 4 rein. Das ist ganz praktisch, hier den G-Bauern zu haben, ne? Ja, da folgt auch schon direkt der Zug, den wir ja mehr oder weniger erhofft haben. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass Läufer F4 eigentlich ein ganz guter Zug ist, weil der Gegner wird wahrscheinlich zu E5 gezwungen werden und dann wird natürlich das Feld D5 wieder schwach. Ja, und der Bauer und die E-Linie. Ja. Was hältst du hiervon? Das ist auch vielleicht nicht zu verachten. Dame H5. Jetzt müssen wir natürlich rechnen. Das war eigentlich nicht vorgesehen für diese Session, aber vielleicht kriegen wir es hin. Was meinst du? Das sieht eigentlich ganz gut aus, weil die Dame kann wieder nach H4 danach gehen. Also von daher oder sogar. Das stimmt. Ja. Also. Oder Läufer F4 erst und dann Dame H5. Das ist alles sehr verlockend. Ja, Läufer F4 ist vielleicht insofern interessant, als dass wir danach direkt Springer C3 wegen der Fesselung durch den Turm E1 folgen lassen können. Können wir auch. Und dann gibt es natürlich auch die Idee, manchmal auf E5 zu nehmen, weil unser wunderbarer Läufer auf G2, ja, der ist ja hier jetzt befreit worden. Das ist auch im Kurs oft so, dass der Läufer irgendwie befreit wird. Du bist der Coach. Ja, Springer C3. Einfach Springer C3. Genau. Simple Chess. Genau, so sieht's aus. Und jetzt liegt Dame H5 nach wie vor in der Luft, Springer D5. Und sogar Läufer schlägt C6, E5. Läufer E5. Ja, Läufer E5 geht auch gleich.
ganz ohne Risiko, wenn man sofort die Figur zurückgewinnt. Man muss noch nicht mal F4 spielen. Ja, ich glaube, Schwarz, Kann ja er schon. muss vielleicht schon lang rochieren, aber das Mindeste, was wir dann haben, ist Springer D5 und da dann nach der langen Rochade der Turm auf D8 steht, bekommen wir diesen Bauern. Ne? Ja, so sieht es aus. Also, Ich denke aber, er muss Schwarz hat irgendwie. hier schon große Probleme. Ich Ja, denke. aber das ist natürlich, ja, das ist dann symptomatisch, wenn man sich nicht entwickeln möchte. Ne? Wenn man den Springer nach E7 stellt, in den Weg, ohne Finanzetto arbeitet, okay. Ja, hat scheinbar keine Angst vor diesen Sachen. Keine Angst vor gar nichts. So, wie erlegen wir den Kollegen? Ich würde jetzt auf E5 nehmen, glaube ich. Ja. Das Na, ist hier der. muss man vielleicht ein bisschen aufpassen auf der langen Diagonale, auch wenn wir einen Ja. Bauern mit Schach gewinnen. Springer D5, Dame D6. Wird mit Sicherheit auch gut sein. Ja. Es wird vielleicht das Einfachste sein, ne? Einfach so, so, Genau. so. Haben wir auch keine Zeitprobleme. Und vor allen Dingen, natürlich muss man auch dazu sagen, wir haben ja auch noch Dame H5 Schach, ne? Das haben wir Also auch noch, ja. da können wir auch vielleicht einfach Stimmt. so Und spielen. das gewinnt dann vielleicht sogar noch mehr Material, weil nach Ja. Dame schlägt E5, Dame schlägt E5, Turm schlägt E5, Schach kommt und der Läufer fällt am So Ende. ist das. Er Und müsste wahrscheinlich irgendwo eine Abweichung suchen. ich denke, er muss mit dem König auf Seite, kann dann natürlich auch nicht mehr rochieren. Und ja, jetzt denke ich mal, Dame H5 liegt doch relativ nah, würde ich Ja, sagen. Läufer B7 ist auch sehr, sehr stark. Das Ja. Problem ist, unsere Stellung schon zu gut ist. Ja. Dame H5, ja, machen wir's. Ja, der König muss ja sowieso auf Seite gehen. Und dann haben wir immer noch die Option zur Not. Ja, das würde eine Figur gewinnen. Und wenn der König auf Seite geht, können wir ja immer noch auf B7 nehmen. Das ist der Und Plan. dann greifen wir den Turm einmal an. Sehr gut. Ja, man sieht die Bedenkzeit nicht. Wir haben eine 5-Minuten-Partie jetzt gespielt. Beide Seiten haben jetzt 54 Sekunden gehabt, in dem Moment, als ich es ausgesprochen hatte. Ja. Ich denke, die Zeit sollte reichen. Der Springer kann natürlich auch nicht dazwischen und sich retten, denn dann kommt die Schachpolizei, wie Johnny so schön sagen würde. Ja, ich denke, jetzt nehmen wir das Ja, meiste auf B7 erstmal ich raus, ne? denke. Und dann einfach mit der Dame einmal auf E5. Genau, wenn er zurücknimmt. Ja, jetzt Aha. kommt der Gegenangriff. Der Gegenangriff, ja gut. Ich glaube, den Den können wir einfach Moment mal müssen ein wegnehmen, bisschen oder? aufpassen. Es gibt hier Ideen dann mit Springerabzug irgendwo hin, aber naja, eigentlich Ja, nicht ich wirklich, ne? denke, wir haben, ja, Turm E3 können wir, glaube ich, ganz gut machen. Wir haben ja auch noch ein bisschen Material mehr. Und jetzt Gut, unser König, wo geht der hin? Nach. einfach hier hin, ne? Da kommt Dame schlägt B7 mit Schach, aber hier, Moment, dann kommt Dame Da C5. kommt Dame C5 Aber Schach. dann König G2 oder H1. Genau. König A1 am besten. Ja, die Diagonale Okay, haben wir wir haben da durch den noch, Läufer auf B7 im wir haben Griff. noch 19 Sekunden. Das heißt, um die makellose chessme.de Wertungszahl hier nicht zu beflecken, sollten wir das schnell nach Hause schaukeln Machen wir jetzt. ein paar schnelle Züge Ein paar einfach. schnelle Züge. Dame Schach, König einfach nach H1. Dann gibt es auch keinen Schach auf F2. Und jetzt nehmen wir raus. Zack. So. Springer D5 schon eine Drohung. Beziehungsweise müssen natürlich vor Dame F3 ein bisschen aufpassen, wegen irgendwelchen Dauerschachs. Ja, da können wir natürlich auch einfach Dame E4 oder Dame E3 spielen. Aber der ist ja. Hätten Aber wir natürlich auch. D5, also noch besser konnte man seine Dame eigentlich gar nicht verstellen. Aber gut. Und den Ja. König schwächen. Ich denke, Gut. der Gegner war nervös, weil die Zeit ist jetzt auch abgelaufen. Und ja, wir haben immer noch unsere 15 Sekunden übrig. Sehr gut. Solider Sieg, würde ich sagen. Schöner Einstand. Das ist die erste Partie, die wir aufnehmen. Gegner hat jetzt auf Zeit verloren. Das war doch schon mal eine runde Sache. Definitiv. Dann würde ich sagen, probieren wir es gleich mit der zweiten Partie. Dazu machen wir ein neues Video. Also schaltet einfach dann das nächste Video an. Vielleicht haben wir sogar eine kleine Playlist dann vorbereitet. Vielen Dank dir für deinen fachmännischen Rat Ja, und sehr geht's gerne. gleich weiter. Wunderbar. Sehr gut.